Stress als Daseinsberechtigung. Sind wir nur halbe Menschen, wenn wir uns nicht ausgebrannt und völlig überfordert fühlen? Akzeptiert die Gesellschaft inzwischen schon gar keine glücklichen Mitglieder mehr, die arbeiten, um zu leben, aber nicht den umgekehrten Weg gehen? Müssen wir uns tatsächlich schon rechtfertigen, wenn wir auf diese Frage, wie geht es dir, mit Danke, super, alles bestens antworten? Die Entwicklung ist jedenfalls keine gute, die unsere leistungsbereite und gewinnorientierte Gesellschaft in den letzten Jahren genommen hat. Fast scheint ein unsichtbarer Wettstreit ausgebrochen zu sein, wer den meisten Stress aushalten und mit dem geringsten Maß an Lebensqualität zurechtkommen kann. Krankheitsbilder wie Burnout, aber auch Bore-out stehen an der Tagesordnung. Doch was tun, wenn zu viel endlich zu viel ist und wir einfach nicht mehr können? Wir haben in unserem heutigen Video 4 Tipps für dich, wie du aus diesem Tief schnell wieder herausfinden kannst. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nummer 1. Radikales Digital-Detox. Man glaubt es kaum, doch ein wesentlicher Schlüssel für mehr Wohlbefinden liegt die meiste Zeit über wortwörtlich in unserer Hand. Wer es schafft, den Trennungsschmerz von seinem Smartphone zu überwinden, wird über die Steigerung seiner Lebensqualität erstaunt sein. Wir leben in einer Zeit der völligen Reizüberflutung. Diese hätten wir schon ausreichend, ohne ständig online zu sein und uns auf Social-Media-Plattformen und diversen Websites herumzutreiben. Das sinnlose Scrollen im Leben anderer lässt auf Dauer nicht nur unser Gehirn schrumpfen, da es mit so viel Stupidität einfach nicht mehr zurande kommt. Der Vergleich macht uns außerdem unglücklich und lässt uns mit einem Gefühl von Minderwertigkeit und Ablehnung zurück. Doch damit nicht genug. Wir haben ständig Angst, etwas zu verpassen, wenn wir einmal für kurze Zeit nicht online sind. Dieses Gefühl stresst uns zusätzlich und jagt für einen kurzen Moment unseren Puls wieder in die Höhe. Obendrein ist das Smartphone leider auch einer der Hauptgründe dafür, dass wir praktisch ständig bei der Arbeit sind. Die permanente Erreichbarkeit macht es unmöglich, zwischen Dienst und Freizeit zu unterscheiden. Manche Menschen haben bedauerlicherweise auch keine Hemmungen, von dieser Flatrate Gebrauch zu machen. Und privat sieht es nicht sehr viel besser aus. Familie, Freunde, der Verein oder die Ehrenämter, die wir unterstützen. Sie alle kennen plötzlich keine Ruhezeiten mehr. Galt es früher als ungehörig und absolutes No-Go, zur Mittagszeit oder nach 20 Uhr jemanden anzurufen, scheint sich nun als Arbeitszeitmodell die gleitende Erreichbarkeitsregelung eingeschlichen zu haben. Wer niemals wirklich zur Ruhe kommen und seine Freizeit genießen kann, wird immer stärker von seinen Verpflichtungen in Anspruch genommen, egal ob beruflich oder privat. Für Spaß und süßen Müßiggang bleiben überhaupt keine Zeitfenster mehr reserviert. Der ständige Griff zum Smartphone ist der schnellste Weg in eine Abhängigkeit der besonders perfiden Art. Nummer 2. Schaffe Platz für Selbstfürsorge. Angesichts dieses Lebens im Hamsterrad aus Terminen und Pflichtübungen ist es kein Wunder, wenn unser Seelenheil und natürlich auch unser körperliches Wohlbefinden auf der Strecke bleiben. Für alles und jeden finden wir Zeit, nur für uns selbst nicht. Hier hilft nur ein radikaler Schnitt. Wir müssen Zeit für uns reservieren, so wie wir alle unsere Termine managen. Es bedarf täglicher Fixpunkte, die nur uns selbst und unserer Eigenliebe vorbehalten sind. Dabei kann es sich um Sport oder andere körperliche Betätigung handeln, eine Stunde Meditation oder Yoga oder das Lesen eines guten Buches. Diese Rituale sind unbedingt einzuhalten. Sie sollten sogar in Zukunft die wichtigsten Termine auf unserer Agenda sein. Auch kein Fehler, jeden Tag Zeit für ein ordentliches Mittagessen einzuplanen, das diesen Namen auch verdient. Weder der berühmte Set-Desk-Lunch am Schreibtisch noch irgendeine Version, in der der Begriff To-Go vorkommt, ist hier zulässig. Wir können auf Dauer ohnehin nicht optimal funktionieren, wenn wir schlechten Treibstoff tanken, gar keinen oder zu wenig davon. Doch das Essen sollte uns auch Genuss bereiten und nicht zur reinen Nahrungsaufnahme verkümmern.
Zeit für sich selbst zu reservieren, und zwar täglich, ist ein wichtiger Aspekt, um unsere mentale Stärke zu unterstützen. Der Weg zur Resilienz muss jeden Tag gegangen werden. Ein paar Tage Urlaub im Jahr oder ein Seminar zum Thema Work-Life-Balance sind einsame Schwalben, die bei weitem noch keinen Sommer in Aussicht stellen. Nummer 3. Lerne Nein sagen. Diese Lektion fällt vielen Menschen schwer. Wir möchten ja gemocht werden und der Weg zu den Herzen unserer Mitmenschen führt unserer Meinung nach über Hilfsbereitschaft und Entgegenkommen. Leider haben wir es hier jedoch sehr oft mit einem Fass ohne Boden zu tun. Das Gegenteil davon, den gelebten Egoismus, wollen wir uns natürlich auch nicht nachsagen lassen, obwohl diese Lebensführung die gesündere wäre. Besonders im privaten Umfeld fällt es uns extrem schwer, Familienmitgliedern und guten Freunden oder Nachbarn eine Bitte abzuschlagen. Doch gerade diese Mikroverpflichtungen summieren sich mit der Zeit ganz ordentlich. Selbstlosigkeit ehrt uns sehr und diese müssen wir auch zu schätzen wissen, denn zurückkommt nur selten etwas unserer aufopferungsvollen Nächstenliebe. Lerne unbedingt, das Wörtchen Nein in deinen Wortschatz zu integrieren. Es ist eine vollständige Antwort und ein ganzer Satz. Eine ausschweifende Erklärung oder eine Begründung dafür sind niemals notwendig. Nummer 4. Hör auf, dich zu vergleichen. Der schnellste Weg in unser persönliches Unglück ist der Vergleich mit anderen Menschen. Wir sehen deren Leben und möchten dasselbe haben wie sie. Dann betrachten wir unser eigenes Leben und sind schlagartig unzufrieden damit. Alle anderen erscheinen uns erfolgreicher, attraktiver, wohlhabender und souveräner. Wie kommt das? Was andere Personen uns über ihr Leben wissen lassen, können wir uns wie die Spitze eines Eisberges vorstellen. Maximal ein Drittel des Gesamtpaketes bekommen wir zu Gesicht, wenn überhaupt. Viele Menschen betreiben Imagepflege, ganz ohne prominent zu sein. Sie kontrollieren sehr präzise, welche Informationen nach außen dringen dürfen und welcher Schmutz besser unter den Teppich gekehrt wird. Hinter verschlossene Türen zu blicken, könnte uns radikal die Augen öffnen über das Leben, welches in diesen illustren Existenzen tatsächlich den Alltag ausmacht. Die demonstrativ glückliche Ehe kann die reinste Beziehungshölle sein. Das Haus und die Autos gehören in Wahrheit der Bank und kein Geld der Welt kann über die unerfüllten Sehnsüchte hinwegtäuschen, die jeder Mensch in sich trägt. Jeder Vergleich hinkt also schon von vornherein, weil uns nicht alle Fakten vorliegen. Glück und Erfolg sind außerdem zwei Begriffe, die für jede Person etwas gänzlich anderes umschreiben. Überlege dir, was dich zufrieden und happy macht. Strebe danach und nicht nach einer Seifenblase, die findige Selbstdarsteller dir täglich als ihr perfektes Leben verkaufen wollen. Unser heutiges Fazit: Carpe diem. Es ist kein schöner Gedanke, aber eine unumstößliche Wahrheit. Jeder unserer Tage könnte der letzte sein. Lebe heute so, als ob du nicht mehr alle Zeit der Welt zur Verfügung hättest. Widme dich den Menschen, die du liebst und die dir nahestehen. Zelebriere deine Hobbys und deine Leidenschaften so, als gäbe es keinen Morgen. Willst du deine Lebenszeit wirklich mit einem Beruf vergeuden, wo man dich innerhalb kürzester Zeit nahtlos ersetzen wird, wenn du stirbst? Ist Geld wirklich mehr als nur ein Lebensmittel? Lass nicht zu, dass du erst schmerzhafte Verluste erleiden oder ernsthaft erkranken musst, um den wahren Wert deines Lebens zu erkennen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.